MS Costa Europa liegt im Hafen von Santa Cruz auf Teneriffa zum Auslaufen bereit. Nach unserem Landausflug in den Loro Park gehen wir wieder an Bord. Die Einschiffungsformalitäten sind immer die gleichen. Elektronische Kontrolle der Bordkarte und das Durchleuchten des Handgepäcks. Mit der Checkkarte der Costa ist auch gleichzeitig eine Kontrolle über die Anwesenheit aller Passagiere an Bord möglich. Nach dem Einchecken der Passagiere beginnt sofort das Ablegemanöver. Wer jetzt nicht an Bord ist, hat keine Chance mehr, das Schiff zu betreten, denn die Gangway wird bereits zerlegt und mit einem Kran an Deck gehievt. Uhr am Nachmittag. Wir verlassen Santa Cruz auf Teneriffa und damit auch die Kanarischen Inseln. Das neue Ziel unserer Kreuzfahrt ist die 476 Kilometer nördlich liegende Insel Madeira. Nach einer Fahrt durch die Nacht werden wir morgen früh gegen 8 Uhr den Hafen von Funchal auf Madeira erreichen. Es bleibt also genügend Zeit, die Freizeitangebote der Costa zu genießen. Im Angebot stehen sportliche Aktivitäten, Filmvorführungen, Shows im Theater und Tanz in der Lounge. Wer sich in der frischen Seeluft erholen möchte, spaziert über die offenen Decks oder nutzt die Liegestühle an Bord. Auf Deck 9 findet heute Abend die sogenannte Tropikalnacht statt. Diese Veranstaltung, bei der man bis in den frühen Morgen tanzen und feiern kann, ist vor allem für Nachtschwärmer ein großes Erlebnis. Liebevoll und mit Hingabe arbeiten die Köche den ganzen Tag an der Ausgestaltung dieser nächtlichen Buffets. Exotische Früchte werden in fantasievolle Figuren geformt, Obst und Salate in kleine Kunstwerke verwandelt und dann zwischen den zauberhaft garnierten Platten platziert. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mitmachen heißt die Devise und wenn es die ganze Nacht ist. Die Animateure zeigen sich von ihrer besten Seite und verbreiten eine ausgelassene und fröhliche Stimmung. Diese Partytänze scheinen bei den Gästen der Tropikalnacht sehr beliebt zu sein. Mann des Küchenpersonals präsentiert sich als Bildhauer. In Windeseile hackt er aus Eisblöcken kunstvolle Tierformen heraus, die man dann am Buffet bewundern kann. Diese prachtvollen Buffets gehören zu den kulinarischen Höhepunkten einer Kreuzfahrt und werden von allen Gästen bewundert. In ihrer Präsentation und Vielfalt sind sie jedem Feinschmecker-Restaurant an Land ebenbürtig. Neben dem Küchen- und Gaststättenpersonal, das für die Ausgestaltung des Abends verantwortlich ist, sind auch die Künstler des Showtheaters im Einsatz. Am frühen Morgen treten noch einmal die Tanzpaare des Balletts auf und bilden einen stimmungsvollen Abschluss der Tropikalnacht. Ins
Inzwischen ist die Nacht vergangen und das Lichtermeer der Stadt Funchal auf Madeira liegt vor uns. Der Archipel umfasst die Hauptinsel Madeira, die nordöstlich davon gelegene Insel Porto Santo sowie drei südöstlich der Hauptinsel gelegene kleine Eilande.